Hallo ihr Lieben, ich bereite gerade unser Abendessen vor und habe gedacht, vielleicht ist das auch was für euch. Und zwar mache ich aus 5 Kartoffeln Kartoffelspiralen und aus 2 Möhren Möhrenspiralen. Die werde ich untereinander vermengen, gebe noch Zwiebeln dazu, Gewürze dazu und ich zeige euch mal, was ich noch vorbereitet habe. Und dann habe ich noch 400 Gramm Rindergehacktes. Oh, könnt ihr gar nicht sehen. Rindergehacktes habe ich herzhaft gewürzt. Mit Zwiebeln, Knoblauch, Schlemmerkräuter, Fleischeslustgewürz und habe daraus 18 so kleine Hackbällchen gemacht. Die werde ich dann nachher oben drauf legen. Und deswegen werde ich an die Art Rösti-Platte keine Soße oder so gießen, sondern die Frikadellen geben mir auch noch Geschmack ab und ich werde das andere dann auch ein bisschen herzhaft abschmecken. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgedreht, damit ihr euch nicht langweilt und möchte euch gerne aber nochmal zeigen, wie leicht und einfach ihr damit Kartoffeln und Möhrenröstis machen könnt. Hier seht ihr, das sind jetzt 4 Kartoffeln, diese ganze Menge. Und dann habt ihr so Spiralen. Das gleiche habe ich mit 2 Möhren, die habe ich in 4 Stücke, in so Stücke geschnitten. Und habe daraus mit dem gleichen Messer praktisch diese Ringe gemacht. Ich zeige euch das nochmal. Das ist ja jetzt der verbesserte Spiralschneider, den wir jetzt neu im Programm haben. Habe ich euch ja schon erklärt. Der hat einen einfacheren Drehknopf, der also besser zu handeln ist. Die Kurbel ist noch ein bisschen kürzer und der Auswurf ist ein bisschen verändert worden. Ihr setzt also einfach das gerade abgeschnittene Stück hier unten auf den Picker, drückt runter und dann seht ihr, jetzt kommt hier gleich die Möhre raus. Das mache ich dann jetzt auch gleich nochmal mit der einen Kartoffel und der Zwiebel, damit ihr das nochmal sehen könnt. So könnt ihr ganz leicht jede Menge Gemüse, Zucchini, Kartoffeln, Möhren, gestern habe ich hier den Apfel damit gemacht, schneiden. Und dann habt ihr aus einem Stück Möhre diese ganze Menge an Karotten. Die gebe ich da rein, weil die würzen wir gleich noch. Das Stückchen, was überbleibt, das schmale, das schneide ich mit dem Messerchen einmal durch. Und dann kommt das natürlich mit dazu. Habe ich so 2 Stückchen rausgemacht, die gebe ich mit dazu. Das gleiche mache ich jetzt mit der Kartoffel. Die eine Kartoffel oben, unten ein bisschen abschneiden, draufsetzen, runterdrücken. Jetzt seht ihr, wie viel gleich von einer Kartoffel da rauskommt. Wieder nur das Endstückchen bleibt über und die ganze Menge hier ist von einer Kartoffel. Jetzt wollen wir noch die Zwiebel schneiden. Da mache ich genau das Gleiche. Setze die Zwiebel da rein, drück runter, drehe. Und dann habe ich die Zwiebel. So, die legen wir mal beiseite. Den Saft, der natürlich unten raustritt, den mache ich mit dem Zeber einfach weg. Ich habe ja immer die Backmatte drunter, also kein Thema. Jetzt haben wir noch da die Endstücke Kartoffeln. Die habe ich extra hier liegen lassen. Die schneide ich jetzt einfach auch nochmal. Ich glaube, so könnt ihr besser sehen. Einfach nochmal durch. Dann kommen die mit zu den Kartoffeln. Dann reiben wir jetzt noch frische Muskatnuss dazu. Dann würzen wir beides. Und dann kommt das auf die große White Lady alles. Den Backofen heize ich gerade vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommt das Ganze dann gleich rein. So. Jetzt werde ich als erstes, ich nehme als erstes die Kartoffel, weil dann kann die, das kennt ihr, ne? Die würze ich jetzt, dann kann die in der Zeit, wo ich die anderen Sachen fertig mache, schon ein bisschen Feuchtigkeit ausdringen und die drückt man dann nochmal raus. Das heißt, ich gebe jetzt ein bisschen Öl, Albaöl hier rein. Also irgendwie will man Ölsprüher nicht, den muss ich glaube ich doch. Ich habe gedacht, ich komme drum herum. Dann geben wir einfach so ein ganz kleines bisschen Albaöl darüber.
ist gesund, schmeckt lecker. Dann geben wir von dem Gewürz nicht Fleisch, nicht Fisch, einen Teelöffel erstmal. Dann noch einen Teelöffel Schlemmerkräuter und ein bisschen Paprika. Na. Und dann werden wir das miteinander vermengen. Dann stellen wir das eben beiseite, dann kann das, ich glaube, ich mache das mit den Fingern, dann kann das nämlich durch die Gewürze schon ein bisschen Feuchtigkeit von den Kartoffeln ziehen, so dass wir das dann gleich noch mal ein bisschen ausdrücken, dass es nicht ganz so feucht auf der Platte ist. So, perfekt. Das stellen wir jetzt beiseite. Ich wasche mir mal eben die Finger. So, dann habe ich mir gedacht, wir geben an die Möhre frisch geriebene Muskatnuss. Das Licht ist echt irgendwie doof, aber ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und zwar mit der feinen Mikroplänreibe. Ihr setzt einfach den Fingerschutz auf. Dann gebt ihr die Muskatnuss da rein. Und dann könnt ihr wunderbar frisch Muskatnuss da reinreiben. So, das reicht schon. Schmeckt wirklich besser als getrockneter Muskatnuss. So, und in die Möhren werden wir noch ein bisschen Zucker geben. So, ein halber Teelöffel und ein bisschen frisch geriebenes Salz und ein bisschen Pfeffer. Das vermengen wir. Jetzt werden wir die White Lady ein bisschen mit Albaöl fetten. Ihr wisst ja, Albaöl hat den Vorteil, es ist ganz gesundes Fett und hat noch Buttergeschmack. So, für den ganzen Stein, ich sag mal, ein Teelöffel Albaöl. Dann schön mit dem Silikonpinsel verteilen. So ist der Stein jetzt leicht gefettet. So. Mal gucken, ein bisschen Feuchtigkeit ist schon runter, aber nicht viel. Das heißt, ich gebe jetzt einfach direkt die Zwiebel darunter und menge das Ganze nochmal unter. Und dann schmecken wir mal kurz ab, ob das reicht an Gewürz. Oder ob das noch ein bisschen nachgewürzt werden muss. Wie gesagt, die kleinen Frikadellchen habe ich ganz herzhaft gewürzt. Übrigens, das Gewürz Fleisch ist Lust, das müsst ihr auch mal ausprobieren. Das ist wirklich für Schnitzel, Steaks, Frikadellen. Ist auch von Zapfhahn. Den Link setze ich euch ja unten wieder rein. Mega lecker. So, jetzt haben wir mal die White Lady. Und dann drücken wir. Ich glaube, ich muss euch noch ein bisschen runtersetzen. So, jetzt nehme ich hier die Kartoffelspiralen raus und drücke die so ein bisschen aus. Ne, lohnt sich nicht. Ist gar nicht viel Feuchtigkeit drin. Also verteilen wir das so auf die White Lady. Dann geben wir die Möhrchen da drauf. Ihr könnt dann natürlich, wie gesagt, mehr Kartoffeln nehmen und mehr Möhren. Ihr könnt das auch noch ergänzen mit weiterem Gemüse.
Ich hatte jetzt 5 mittelgroße Kartoffeln und wie gesagt 2 Möhren. Aber seht, da ist auch noch Platz. So sieht das jetzt aus mit den Kartoffeln. Jetzt geben wir die Möhrchen drauf. Ich probiere mal eben ein Stück Kartoffel wegen dem Gewürz. Ne, ist gut, wie vermutet. Jetzt verteilt er die Möhren. Wahnsinn, aus 2 Möhren. Die White Lady ist ja wirklich ein großer Stein. Also ich finde das immer schön, die Leute, die den sich jetzt schon gekauft haben in der Gruppe oder wenn die mich privat anschreiben, dass sie so überrascht sind, wie groß der Stein ist. Ja klar, der hat 38 cm Liegefläche, Belegfläche. So sieht das jetzt mit den Möhrchen aus. Und jetzt setzen wir die Frikadellchen da drauf. Wie gesagt, es sind 18 Frikadellen und die geben ja jetzt auch beim Garen noch schön Feuchtigkeit ab. Also ich denke, das wird schon super lecker schmecken. So. So, damit ich euch das zeigen kann. Schaut. So sieht das jetzt aus und kommt jetzt so in den Backofen. Wie gesagt, bei 200 Grad. Ich gucke mal, wie lange weiß ich noch nicht. Wie lange es gebraucht hat, sage ich euch, wenn ich es wieder raushole. Dann sage ich einfach mal, es sieht schon lecker aus zum Reinbeißen. Bis gleich. Tschüss. Meine Lieben, Essen ist fertig. Sieht fantastisch aus. Schaut mal. Ich hatte das Ganze jetzt 45 Minuten im Backofen, habe zwischendurch geguckt. Jetzt können wir gerne mal eine Frikadelle anschneiden, dass ihr auch seht, die ist nicht trocken. Kann man, glaube ich, richtig gut sehen, die ist richtig schön saftig und gar wunderbar. Ja, wir werden es jetzt genießen. Ich hoffe, ihr backt es mal nach oder kocht es mal nach. Und gebt mir ein Feedback. Ihr wisst, ich schreibe das Rezept immer unterm Film in die Infobox. Rechts einfach den Pfeil aufmachen, da seht ihr das komplette Rezept. Da stelle ich euch den Link ein für Zapfhahn, wenn ihr die Gewürze oder Alba-Öl haben wollt. Da findet ihr meinen Link zu meinen Kochgruppen, die bei Facebook sind. Judiths Koch- und Backleckereien oder Weight Watchers Gerichte von Judith Dörpinghaus. Und mein Blog. Ja, und würde mich wie gesagt über ein Feedback sehr freuen. Und sag mal bis zum nächsten Film, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.